Hallihallo und willkommen zurück hier wieder auf der NF-Marsch im LS22. So, ich bin gerade hier auf dem Feld 40 angelangt. Das ist ja unser nächstes Missionsfeld. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wie wir das. Ups. Machen. Wir werden erst die Bahn mähen, genau. Das macht, denke ich mal, wieder Sinn. Ich meine, wir hatten hier einen neuen. Oh, ich weiß das nicht mehr. Unser Mähwerk hat 10 Meter. Das ist immer noch da, wo ich immer so ein bisschen irritiert bin. Weil hier VCA macht mir 9 Meter. Ja, wir machen das auf 9. Sicher ist sicher. 9 Meter zweimal. Nee, wir machen mal drei Vorgewände. Wir fangen auf Bahn an. Wir machen weiche Ecken. Das bleibt auf null, ja. So, und das ist wieder ein Kurs, den wir speichern werden. Neuer Ordner, Feld 40. Kurs speichern. Mähen 9 Meter. Zack. So, jetzt müssen wir nur mal gucken. Erster Wegpunkt. Schwartablage ist an. Gut. So, das Pling-Plong dürfte genau der gewesen sein. Der hat uns Zucker angeliefert. Das heißt, wir haben jetzt hier, mal gucken, 130.000 Liter Zucker. Wow. Oh, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wir haben Spanplatte, wir haben USB-Platten, wir haben sehr viel. Wir haben sehr, wieso haben wir so viel Leerpalette hier drin? Haben wir die schon alle eingelagert mal irgendwann? Und kann durchaus sein. So, was ist denn sonst noch? Du fängst an zu mähen. Ja, guck mal, du mit der Ballenpresse. Du kannst auch auf die 40 fahren. Da sollen wir mal auch die Ballenpresse mitnehmen. Du kannst da gleich im Grunde weiter pressen, wenn. Dann können wir ja rein theoretisch den auch schon hochschicken. Weil dadurch, dass wir ja. Na, da stehen Bäume, du siehst das? Dass wir die Ecken weich gemacht haben, bleibt der ja auch dann nicht so lange stehen. Nur eben beim Vorgewende, bei den Bahnen, aber das sehen wir dann. So, jetzt müssen wir mal kurz unsere Produktion angucken. Mineraldünger läuft wieder beide Bahnen. Die Holzfäller laufen. Mischration läuft nicht, weil voll. Müssen wir verkaufen. Da müssen wir ein bisschen Mischration verkaufen. Zuckerrübenschnitzel sind voll. Könnte man ein bisschen was rüber, aber das ist halt auch nicht wirklich viel. Wie sieht es denn bei der BGA? Na gut, die nimmt auch nicht wirklich viel. Ich denke mal, wir werden uns um den kümmern und werden ein bisschen Mischration verkaufen. Dann stellen wir das Teil wieder hier ab. So, und dann geht's rüber.
Oh. Achso, das ist der Wickler hier vor mir. Biegst du hier ab oder fährst du? Ja, danke. Ja, bremst doch nicht so. Ja, da müssen wir jetzt dann nur Acht geben, wenn wir die Ballen abgeben von der Mission, dass wir langsam in den Trigger reinfahren, damit wir eben unseren Überschuss wieder behalten. Wir wollen ja möglichst viel für uns selbst absnacken, sozusagen, damit wir unsere Mischfutterproduktion hier gut weiter betreiben können. So, dann kommt jetzt hier der Reisch einmal dran. Gucken aber vorher mal, wie die Preise sind für Mischfutter. Wir gucken mal, der Max ist 5,41. Wir sind, ja gut, Futterfabrik zählt na klar nicht, aber 5,40. Bahnhof, Depot, da können wir überall hinfahren. Das ist doch perfekt. Dann machen wir ein, zwei, drei Touren mal schnell. Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle auf dem Konto. Dann können wir ja eventuell nicht Silage. Nein, oh, nein, nicht Mineralfutter. Ach Mann. So. Das war die falsche. Ich wollte Mischfutter will ich doch haben. Mischration. Das da brauchen wir. Ja, wir können vielleicht ein bisschen mal an unserem Kredit schrauben und da mal ein bisschen zurückzahlen. Das wurde auch schon bemängelt, dass wir da immer mehr und immer mehr und immer mehr Kredit aufnehmen. Es ist halt so auf der NF Marsch, du musst erstmal investieren, um überhaupt voranzukommen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 500.000 Liter Mischration. Hier, da können wir wirklich mal den einen oder anderen Haufen wegbringen. Aber wir können doch hier auch drüber fahren. Guck mal, das ist doch eh unsere Wiese. Oh, guck mal, das ist unsere Wiese, da können wir mähen. Ha! Gut, aber die ist so klein, das bringt ja nicht wirklich was. So, die 44 ist fast fertig. Das Düngen dort. Gucken wir mal, was bringt denn das überhaupt? 44, ja, 24 Euro. 24 Euro, genau. 24.000 meine ich, na klar. Ja, der muss dann weiter. 46, 49. Unsere eigene Wiese. So, 30.000. Ja. Kann man mit leben. Komm, weißt du was? Das müssen wir ja jetzt nicht alles selbst machen. Mischfutter, Schüttgut. Zum Verkauf Depot mit Mischration. Da machst du mal zwei Fahrten und dann sehen wir uns wieder. So, guck mal, hier ist auch schon einiges angekommen. Das heißt, der braucht jetzt den Feld 40 Kurs, den Mähkurs. So, dann können wir den nämlich da auch rüber schicken. Oh, na, wir müssen vorher den hier. Was haben wir gesagt? 46. 46. Aber du darfst erstmal dorthin fahren und nicht. Er wird jetzt gleich zur Düngerproduktion fahren, weil er so leer ist. Wir fahren dich mal schnell selbst hier aus dem Acker raus und dann sagen wir dir, dass du zur 46 fahren sollst.
Dann bekommst du da nämlich deinen neuen Kurs und machst erstmal den Düngestreuer leer und danach darfst du wieder auffüllen fahren. So, hier geht's raus. Das müssen wir mal hier auf so setzen. So, zack, Feld 46. So, das läuft. Genau hier waren wir dran. Den wollten wir ansetzen, damit er loslegen kann. Ja, das war der Wickler, der ist jetzt auch gerade die letzten 3 Meter gefahren. So, mal gucken, wie weit ist der denn schon? Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Den können wir losfahren lassen. Erster Wegpunkt. So, der ist unterwegs. Oh, der holt schon wieder Nachschub. Den müssen wir noch nicht. Ja. Oh, guck mal, wir haben jede Menge Spritzmissionen. Jetzt suchen wir uns doch erstmal die beste aus. Feld 66. Feld 66. Ab geht's. So, den parke ich jetzt aber auch endlich mal. Der steht hier mir schon seit Ewigkeiten hier im Weg rum. Den können wir eigentlich hier vor die Schneefräse stellen. So. Ja, der müsste auch irgendwann mal ein bisschen woanders geparkt werden. Es sieht ein bisschen chaotisch im Moment noch aus. Aber das wird sich vielleicht bald ändern. Mal gucken. So. Du bist unterwegs, du brauchst 3 Minuten. Wieso? Hä? Weil der nicht aufgeklappt ist oder was? Wieso klappst du das die Presse nicht auf? Oder sollte das jetzt mit dieser Presse nicht funktionieren bei den Missionen? Das wäre ganz schlecht. Aber warum? Also es wäre sehr merkwürdig. Ja, doch, das war nur, weil die nicht aufgeklappt war. Gut, dann hat Casper vergessen, das Ding aufzuklappen. So, und wir müssen vermutlich genau auf diese Seite hier. Das einmal, die Einstellungen passen ja. So, dann machen wir jetzt hier erster Wegpunkt, Start und jetzt machen wir eben auch das Curseplay aktivieren hier oben, damit er dann Nachschub holt. So, guck mal, wir haben schon wieder 63.000 Euro auf dem Konto. Du brauchst noch ein bisschen. Ja, guck mal, das jetzt sieht es doch besser aus. Ich würde ja gerne dann eigentlich hier die Spritze fahren. Ich weiß gar nicht, Feld 66. Wo ist Feld 66? Oh, lass uns mal hier hingehen. Ach, das ist wieder das da unten. Nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Da lassen wir doch lieber unsere Helfer ran. So.
dann machen wir mal. Ja, ein Bildchen. Ja, zu dreschen haben wir halt noch nichts. Was ist mit dir los? Du müsstest doch. Komm, dann lassen wir hier diesen kleinen Zickzack, Zickzack einmal weg. Das ist irgendwie ein bisschen ganz komisch. Und dann geht das ja vermutlich hier mit der Runterbahn weiter. Müssen wir uns mal angucken. Ja, manchmal sind die Felderformen nicht so gut geeignet. Das ist vorgewendet. Das heißt, wir würden wirklich hier quasi auf den Bahnen weitermachen. Das heißt, wir machen hier einen nahesten Wegpunkt. Dann fährst du hier wieder runter. Halt. Nee, das ist hoch. Ups, da drüben. Da drüben müssen wir hin. Hier, guck. Da passt das jetzt. So. Gut, hier, Gärreste laufen. Ja, die Spritze ist angekommen. Dann bekommt die auch einen Kurs, zwei Vorgewände, Schar. Ja, dann machen wir auch weich. Solange es nicht unsere eigenen Felder sind, können wir da durchaus weiche Kurven machen. So, aber wir könnten doch. Ups, achso, das ist der. Mal ein bisschen selbst wickeln. Da haben wir wenigstens wieder was zu tun. So, da müssen wir, glaube ich, noch die automatische Ablegen einstellen. Und wir machen mal den Ballenzähler zurück. Automatisches Wickeln ist angeschaltet. Ja, dann haben wir hier mal ein bisschen was zu tun für uns. Und wenn es dann irgendwas anderes in die Quere kommt, können wir ja immer noch Curseplay einfach einschalten und dann geht die Sache ja auch automatisch. So. Aber ich würde sagen, wir machen erst einmal hier eine Pause. Morgen früh geht's na klar weiter mit einer neuen Folge. Schaut dann doch gerne wieder rein. Und ansonsten Däumchen, Kommentare und das ganze Zeug nicht vergessen. Damit sage ich Tschüss, Ciao, macht's gut und bis morgen früh.